Also, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag zum elektronischen Patientendossier. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass im letzten Jahr der Winterkongress gar nicht vor Ort stattfinden konnte und auch nicht im Jahr davor wegen Corona. Und wir haben während dieser Corona-Zeit auch gemerkt, wie wichtig das Thema Gesundheit ist, wie wichtig Gesundheitsdaten sind, Datenschutz. Und dieser ganze Bereich, in dem ist eben dieses elektronische Patientendossier ein sehr wichtiger Baustein. Und ich freue mich sehr, dass wir heute zwei sehr kompetente Sprecher zu diesem Thema haben. Das ist einmal Anand Weber. Anand Weber hat als Projektleiter im Regionalspital Aargau das EPD eingeführt und war zugleich Datenschutzbeauftragter und kann uns dann eben auch zu den Herausforderungen mit dem EPD aus der Praxis berichten. Und als zweiten Sprecher haben wir Jörg Mäder, den viele von Ihnen sicher kennen. Und Jörg Mäder ist GLP-Nationalrat und ist auch in der Mitglied in der Nationalen Gesundheitskommission und hat sich da mit der Einführung des EPD auch befasst und diesen Prozess politisch begleitet und wird uns auch dazu etwas berichten. Also, elektronisches Patientendossier, Erfahrung aus der Praxis und Quo Vadis, the floor is yours. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an euch, dass ihr Interesse an diesem Thema habt. Wie gesagt, wir sind zu zweit hier. Einer aus der politischen Ecke, einer aus der praktischen Ecke. Ich werde ganz kurz eine Einleitung machen, weil ja die Politik das irgendwo mal angestoßen hat. Und da muss man doch vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verlieren. Zu meinem Hintergrund, wie gesagt, ich bin Nationalrat in der Gesundheitskommission, aber ich bin auch noch in der Exekutive der Stadt Opfikon für die Gesundheit zuständig. In dem Zusammenhang in einem Spital, im Verwaltungsrat, Pflegeheim, Spitex. Also ich kenne durchaus auch ein bisschen diese Seite. Und ich bezeichne mich selber als Nerd, einer der wenigen in der Politik leider. Es bräuchte definitiv ein paar mehr von uns in der Politik. Mitglied der Digitalen Gesellschaft und mache mit beim Netzpodcast der Digitalen Gesellschaft. Ausgangslage, was bisher geschah? Wir hatten das beste Gesundheitssystem der Welt oder eines der besten papierbasierten Gesundheitssysteme der Welt. Das kann man so sagen, durchaus mit etwas Stolz. Man wusste auch in der Politik, dass diese Digitalisierung kommt, kommen wird, kommen muss. Wie gesagt, der Anteil der Nerds damals war noch tiefer als heute, auch wenn das numerisch fast nicht möglich ist. Wichtig ist auch zu wissen, in der Schweiz ist die Gesundheit primär Sache der Kantone, Kantonegeist. Es ist der Bereich, der die stärkste Lobby hat im Bundeshaus. Die meisten Lobbyisten, Lobbyorganisationen etc., es ist wirklich in dieser SGK, wo es um die Gesundheit und die Sozialfürsorge etc. geht. Ich bekomme locker pro Tag 10 Mails in diesem Zusammenhang. Und die Schweiz liebt Referenden. Fazit, was bedeutet das? Das ganze Idee, das elektronische Patientendossier wurde zu einem Kompromiss heruntergewirtschaftet. Ein kleinster gemeinsamer Nenner, der kompliziert wurde bis zur Untauglichkeit, das wird nach der anderen noch bestens vorstellen, der sicherheitsfokussiert war bis zur Obsession, also ungefähr so wie Tempo 20 auf der Autobahn, so etwa in dem Stil. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, also wenn ihr nachher hört, was da passiert ist, wir haben das bekommen, was wir als Politiker bestellt haben. Das wurde umgesetzt. Aber ich glaube damals, ich war damals noch nicht im Nationalrat, war sich nicht wirklich alle bewusst, was sie wirklich bestellt haben. Also stellt euch so etwas vor, ihr seid im Ausland, ihr kennt die Sprache nicht, ihr kennt die Schriftzeichen nicht, ihr bestellt ein siebengängiges Menü. Das ist ungefähr das, was herausgekommen ist. Und was natürlich auch ganz klar sagen muss, in diesen Jahren hat sich das Verständnis, was ein EPD überhaupt sein könnte, auch in den Fachkreisen entsprechend gewandelt. Und jetzt übergebe ich gern Anand für den Situationsbericht. Danke vielmals, Jörg. Genau, das EPD, das war in den vergangenen Monaten immer wieder mal in den Medien. Es wurde als PDF-Friedhof abgetan. Man konnte da so einiges lesen.
Dann, was ist die Schwierigkeit vom EPD? Wir haben den föderalen Ansatz, wie schon gesagt worden ist. Wir haben die Kantone, wir haben verschiedene Stammgemeinschaften. Die Stammgemeinschaften sind zuständig für die Etablierung des EPDs zusammen mit den Gesundheitseinrichtungen. Und hier beginnt das Problem seinen Anfang. Weil das Verständnis, dass es verschiedene Gesundheitsstammgemeinschaften gibt für das EPD, dieses Verständnis kommt bei der Gesundheitseinrichtung nicht wirklich an. Also auch die Leistungserbringer, die verstehen das nicht, geschweige denn das Personal. Und das zieht sich dann durch. Ich habe vorhin gesagt, PDF Friedhof. Die Idee vom EPD ist grundsätzlich, dass alle behandlungsrelevanten Dokumente Eingang ins EPD finden, dass diese dort abgelegt werden, seien das beispielsweise Arztberichte, Verordnungen, Austrittsberichte oder Dokumente zur Medikation. Die Idee ist, dass Überbehandlung vermieden werden kann, weil bereits bestehende Dokumente genutzt werden können. Das ist die Vision, die die Politik damals hatte, und in der Praxis führt das zu verschiedenen Schwierigkeiten. Weil die Vorgaben vom Bund, von eHealth Swiss, die besagen grundsätzlich, wir geben mal eine Guideline vor, einen Rahmen. Aber was das bedeutet, das ist nirgends festgeschrieben. Die Thematik ist, jede Gesundheitseinrichtung hat Interpretationsspielraum, und das macht es extrem schwierig, weil nirgends festgelegt ist, ja, welche Dokumente wirklich. Und jede Gesundheitseinrichtung hat wiederum auch Möglichkeiten, das so oder anders zu interpretieren. Dann hat man auch sehr hohe Ansprüche ans EPD. Wir haben hier Themen wie Organspende, Organspendeausweis oder Impfausweis, elektronisches Impfbüchlein. Da hat man andere Beispiele in den Medien gehört. Und jetzt möchte man das aufs EPD draufbauen, oder? Aber so wie es heute aufgebaut ist, ist das schwierig. Der Zugriff zu einem System mit Gesundheitsdaten, der muss geregelt sein, das ist klar. Und der Datenschutz und die Datensicherheit haben absolut höchste Priorität. Das war damals die Idee. Also hat man gesagt, es gibt spezielle Zugangsprovider, sogenannte Identity Provider, die müssen sich zertifizieren lassen, die müssen ein Audit bestehen und so weiter, also ein ganz komplexer Durchlauf, damit sie dann entsprechend Zugang zum EPD gewährleisten können. Und wir sehen hier auf dieser Auflistung, wir haben verschiedene Anbieter, beispielsweise solche für die Bevölkerung, also für die Patientinnen und Patienten. Wir haben aber auch Anbieter, die sind nur für die Gesundheitsfachpersonen in den Gesundheitseinrichtungen zuständig. Also wir haben da je nachdem, wo man sich befindet und welche Gesundheitsinstitution mit welchem Anbieter zusammenarbeitet, unterschiedliche Player. Und das macht es nicht einfach. Ich wurde dann im Regionalspital gefragt, beispielsweise, ja, wie macht man das bei einem Wechsel, wenn ein Arzt in eine andere Einrichtung wechselt und die beispielsweise einen anderen Identitätsprovider haben? Ja, das führte zu Fragen, die wir dann mühselig beantworten konnten oder eben auch nicht. Es zeigt dann im Detail, wo die Probleme versteckt sind. Ich habe hier das Beispiel, wie wir sie im Projekt hatten mit der HIN EID. HIN ist ein Dienstleister für Gesundheitsdienstleistungen, vor allem im Identifikationsbereich und sicherer Kommunikation. In der Gesundheitseinrichtung lief das dann folgendermaßen ab. Man hatte einen Antrag für so eine elektronische Identität. Das Personal musste dann eine Schulung absolvieren und verschiedene Formalitäten erledigen. Auf dem Papier sieht das relativ einfach aus. Aber in der Praxis resultierte dieser Prozess. Es sind verschiedene Teilschritte, die pro Person notwendig wurden, damit die Person schlussendlich den Zugriff aufs EPD hatte. Und dieser Prozess wurde teilweise noch unterbrochen, weil die HIN beispielsweise verschiedene Schritte im Backoffice durchführen musste. Also der Prozess zog sich in die Länge von zwischen 1 und 2 Wochen. Und in einem Betrieb, wo man Schichtarbeit hat, wo man viele Teilzeitpensen hat im Pflegebereich, mit der Ärzteschaft und so weiter, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Also auch das Unverständnis bei den Mitarbeitenden, das war sehr groß. Für die Bevölkerung sieht es etwas anders aus. Da gibt es Onboarding, beispielsweise mit der Trust-ID, ist einer von mehreren Identity-Providern.
In der Bevölkerung, da braucht man einen Ausweis, dann gibt es eine Videoidentifikation, dann eine Einwilligungserklärung, die muss man dann ausdrucken, unterzeichnen, zurückschicken, dann bekommt man die Zugangsdaten und dann muss man sich einmalig einloggen mit dieser sogenannten elektronischen Identität. Und der Prozess schlussendlich, der ist so kompliziert gehalten, dass man sich nicht wundern muss, wenn man jetzt schaut, wie viele Patientinnen und Patienten das EPD wirklich nutzen. Das ist wirklich eine Folge davon, weil der Prozess so kompliziert ist. Und das ist im Übrigen noch die Innovation, weil ursprünglich war der Prozess am Anfang, dass Patientinnen und Patienten sich auf einer Poststelle identifizieren müssen. So war es beispielsweise im Kanton Aargau. Und dann gab es für einen Kanton mit rund 800.000 Einwohnern 3 Poststellen, muss man sich mal vorstellen. Also das konnte nie zum Erfolg werden. Wenn man dann mal den Zugang zum EPD hat, dann wird man mit der nächsten Hürde konfrontiert. Wie gesagt, der Datenschutz und die Zugriffsrechte haben sehr hohen Stellenwert. Dementsprechend sollte der Patient immer die Obhut über seine Daten haben. Bedeutet, er kann die Vertraulichkeit selbst einstellen, er kann definieren, welche Gesundheitsfachpersonen und welche Personengruppen dürfen auf meine Dokumente zugreifen. Aber die Maske, wenn ich da drin bin im EPD, mich angemeldet habe, die ist wenig intuitiv, die ist nicht kundenfreundlich, die ist einfach schwerfällig. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum das EPD heute dasteht, wo es eben steht. Dann geht es weiter, wenn ich ins Spital gehe und mich behandeln lassen muss, dann muss ich im Vorhergehen definieren, welcher Arzt darf auf mein Dossier zugreifen. Und wenn Sie in eine große Einrichtung gehen, wissen Sie das nicht im Vornherein, wer Sie da behandelt. Ist gut gemeint auf dem Papier, dass nur der Arzt, den ich möchte, auch die Daten sieht, aber in der Praxis schlicht unvorstellbar. Wenn ich den Arzt nicht im Vorhinein definiere, dann hat er schlicht keinen Zugriff. Und dementsprechend das Unverständnis für diesen Prozess relativ groß. Also das EPD ist wirklich schwieriger als heutzutage eine E-Banking-Lösung. Wir haben Herausforderungen in der Praxis, eben das Prozessverständnis von Gesundheitsfachpersonen, die damit arbeiten müssen im Spital. Sie müssen sich vorstellen, der Arzt, der behandelt Patientinnen und Patienten. Die nachgelagerte Arbeit machen medizinische Sekretariate und die wiederum müssen auch alle erfasst werden. Bei uns im Einführungsprojekt zeigte sich dann, welche Personengruppe überhaupt erfasst werden muss. Das waren sehr viele Personen. Und auch das Verständnis in der Spitalleitung schlussendlich, das war nicht gerade förderlich. Dann das EPD in die bestehenden medizinischen Prozesse integrieren, ebenfalls eine sehr schwierige Sache. Sie können sich vorstellen, im Gesundheitswesen haben Sie verschiedene Fachapplikationen für das Röntgen, für ein MRI, für Laboruntersuchungen, das alles zusammenzuführen, dass die medizinischen Berichte oder die behandlungsrelevanten Dokumente dann im EPD landen, ja, sehr schwierig. Oder auch nur schon die Zeit für die IDP-Registration jeder einzelnen Gesundheitsfachperson mit den Unterbrüchen, die es dazwischen gab, prozesstechnisch. Das war in einem laufenden Spitalbetrieb und dann damals noch während der Pandemie, ja, eine richtige Herausforderung. Da würde man sich wünschen, dass eine Gesundheitseinrichtung die Mitarbeitenden die Daten da an die Registrierungsstelle schicken kann und die alle zentral erfasst, dass dann die wirklich damit arbeiten kann. Also da hat man wirklich die Praxissicht, die ist da völlig untergegangen. Oder im Spital haben Sie eine Schichtplanung, Sie haben unterschiedliche Schichten, Mitarbeitenden, Teilzeitpensen. Da ist das sehr schwierig, auch in Ablösungsfällen auf den Stationen. Denn eben die Delegation in den medizinischen Sekretariaten, das wurde völlig nicht berücksichtigt und eine praxistaugliche Umsetzung wurde dadurch sehr schwierig. Das EPD-Onboarding ist komplizierter als die Bankkontoeröffnung, die man heute in 10 Minuten erledigen kann. Dann das Erstellen, dass man vorzeitiger Berechtigungen für die Ärzte schafft, ist dem Patienten nicht zumutbar.
Dann geht es weiter. Schön wäre ja, wenn der Hausarzt auf diese Dokumente zugreifen könnte, aber auch das ist nicht sichergestellt, weil primär am Anfang vor allem die stationären Gesundheitseinrichtungen verpflichtet waren, das EPD einzuführen. Unterdessen gibt es gewisse Veränderungen, aber solange nicht alle am EPD teilnehmen, haben wir einen Flickenteppich. Und der Nutzen für die Ärzteschaft hält sich sehr in Grenzen. Dann die Idee, ja, es gibt Stellvertretungen für ältere Generationen, für Kinder, für Minderjährige. Ja, das ist schön gedacht, aber in der Praxis, bis ein Elternteil mal bei dieser Stellvertretung ist für das Kind, ja, da ist man dann einige Papierberge am Unterzeichnen und vom Prozess her am Durcharbeiten. Der Nutzen vom EPD ist momentan wirklich fraglich, da nicht flächendeckend eingeführt und nicht eingeführt mit Prozessen, die wirklich praxistauglich und schlank sind. Viele Überlegungen sind gut gemeint, aber leider falsch umgesetzt. Die Idee vom EPD im Notfall, dass der Rettungssanitäter schauen kann, welche Allergien hat der Patient, das ist gut gemeint. Aber wer im Spital ist der Ansprechpartner für solche Fragen? Das sind organisatorisch relativ komplexe Fragen, die wir in der Praxis beispielsweise nicht lösen konnten. Oder auch die Handhabung und die Infrastruktur für den Rettungsdienst, wie da der genaue Prozess funktionieren soll. Oder die chronisch kranken Personen, ja, da wäre ein Nutzen durchaus sicher gegeben, würde sich aufzeigen. Aber solange die ambulanten Leistungserbringer nicht dabei sind, ja, da ist der Hausarzt außen vor, dann nützt es der Gesundheitseinrichtung, dem Spital nicht viel, wenn er nicht auf die Daten zugreifen kann über Medikationspläne oder Verordnungen. Und auch die einheitliche Strukturierung von Daten, das ist Stand jetzt nicht gegeben. Und es ist unzumutbar, dass eine Gesundheitsfachperson im EPD zuerst sich durch PDF-Dokumente wälzen muss und schauen muss, ja, welches Dokument ist denn nun überhaupt das aktuellste? Da haben wir wirklich einen Nachholbedarf. Dann wird vermarktet, keiner zu klein für das EPD. Oder von der Geburt bis zur Bahre soll die ganze Krankengeschichte da abgelegt sein. Dann wäre der Nutzen wirklich da, aber bis wir so weit sind, da ist noch einiges an Handlungsbedarf. Und wichtig ist immer, bei einem solchen Projekt, wo die Patientinnen und Patienten und auch die Angestellten in den Gesundheitseinrichtungen Hand in Hand mit dem arbeiten müssen, da ist auch wichtig, dass diese Bedürfnisse mit einbezogen sind, dass diese Personen abgeholt werden und nicht einfach auf dem Papier etwas kreiert wird, das gut tönt, aber leider nicht umsetzbar ist. So viel aus der Praxis und jetzt übergebe ich an Jörg. Danke, Anand. Ich habe jetzt den Zwischenbericht, den aktuellen Stand gehört. Und das Schöne ist zumindest, alle, mit denen ich spreche, aus Sicht der Gesundheitskommission etc., sind sich einig. Niemand hätte jetzt hier die Hand hochgehalten und gesagt, ja nein, das stimmt überhaupt nicht, das funktioniert viel besser oder was auch immer. Es sind sich alle einig. Es sind alle auch, ich führe unterdessen viele solche Gespräche, tatsächlich schon 2-3 Schritte weiter. Sie wissen, dass dieses EPD nicht zukunftsfähig ist. Und langsam spüre ich in den Gesprächen auch, es geht ungefähr in eine gemeinsame Richtung. Also meine Hoffnung für das EPD ist in den letzten Monaten wieder ein bisschen gestiegen. Aber als ich das erste Mal das so durchblickt habe, was wir als Politiker ihm für ein Verbrechen auf den Tisch gelegt haben, dachte ich zuerst, oh mein Bitte, das darf ja gar nicht sein. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr in die Vision gehen. Also ich denke jetzt hier primär auch als Nerd, als einer, der die digitale Welt nicht darin versteht, dass man jetzt neu ein A4-Blatt auf den Computer übertragen kann und das PDF nennt oder dass der Bundesordner jetzt halt Dateiordner heißt und das Digitale wirklich auch digital denkt. Ich möchte aber gleich hier noch zu sagen, wir müssen uns vor 3 Abgründen wehren. Die Chance besteht, dass wir in diese hineinfallen. Nicht nur im Gesundheitsbereich, auch in anderen. Wir sollten aufpassen, speziell als Mitglied oder Fans der digitalen Gesellschaft, dass wir nicht zu einem gläsernen Bürger werden. Also das Schreckensbeispiel hier wäre China, wo einfach verordnet wird, du teilst alle deine Daten, wir wissen, wann du aufgestanden bist, welche Kreuzung du bei Rot überquert hast oder was auch immer. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zum gläsernen Konsumenten werden,
wo Amazon mehr von uns weiß als unsere gesamte Familie kombiniert und wir eigentlich schon de facto aufgegeben haben und sagen, ja, die Firmen wissen eh alles. Aber wir dürfen auch nicht uns so komplett abschotten, dass wir das riesige Potenzial einer digitalen Welt verpassen. Und ich habe ihn jetzt vorher angehört. Er hat jetzt von Leistungserbringen und Patienten gesprochen. Als ich das erste Mal elektronische Patientendossier gehört habe, machte es bei mir sofort Klick, ja, hey, die Forschung hat ein riesen Interesse, hier diesen Wissenpool nutzen zu können. Und ich meine jetzt nicht irgendwie zum Ausspielen, sondern wirklich in einem produktiven Sinne neue Erkenntnisse zu gewinnen, was Kreuzreaktionen sind, wie man Dinge optimieren, steuern kann, zugunsten der Bevölkerung. Und auch die Industrie, ja, mir ist bewusst, gewisse Unternehmen wollen nur Profit machen, aber es gibt auch sehr viele Unternehmen, die die Balance sehen zwischen einem nützlichen Produkt, wie viel Geld sie einnehmen müssen, um selber sauber überleben zu können. Auch die hätten ein riesiges Interesse. Die Krankenkassen, die ein bisschen ein Monitoring machen, die sind hier gar nicht mitgedacht im Aktuellen. Und für mich, wenn ich EPD höre, ein digitaler Gesundheitsraum, dann denke ich diese Dinge automatisch mit. Also wir müssen irgendwo zwischen diesen Abgründen den einsamen Berg finden, der aus diesem Nebelmeer herausragt. Und für mich bedeutet das, es muss ein vernetztes EPD sein, es muss ein vertrauenswürdiges EPD sein und es muss ein verständliches EPD sein. Die Reihenfolge ist jetzt mehr vom rhetorischen Aufbau her gedacht. Vernetzt. Es gibt extrem viel mehr Anwendungen, als man im ersten Moment denkt. Es geht nicht nur um die Diagnose, die als PDF oder besser nicht mehr als datenorientiert sind. Es geht um einen Impfausweis, um die E-Medikation. Gerne Sportler oder Leute, die sehr sportlich sind, können auch hier ihre Fitness mit einbeziehen. Auch das ist ein Teil des Gesundheitsraums. Leute, die ihre Ernährung ein bisschen bewusster machen als ich, die können das hineinnehmen. Also es gibt eine große Bandbreite, die man noch mitdenken kann. Und das alte EPD, die hat keine Schnittstellen, kein Grundverständnis, dass es das überhaupt wirklich gibt. Die denken in Papier und nicht in Daten. Viele verschiedene Player, ich habe vorher ein paar erwähnt, die meiner Meinung nach dazugehören, insbesondere eben das Potenzial, das brach liegt und jetzt im Aktuellen überhaupt nicht genutzt wird. Geschweige denn, dass sie das, was sie wollten, überhaupt zum Nutzen brachten. Für mich ist der Gesundheitsdatenraum in erster Linie ein Ökosystem. Und das Wichtigste ist, dass die Leute in diesem Ökosystem sind, ein gemeinsames Verständnis der Daten haben. Was sie bedeuten, wie sie entstanden sind, wie man sie nutzen darf, wie man sie nutzen soll. Und das muss man wirklich als Allment denken. Und darauf aufbasierend kann man dann ein Geschäftsmodell machen. Obendrauf 80% gemeinsames Verständnis und dann obendrauf Innovation, Forschung und da darf von mir aus auch gerne jemand Geld damit verdienen. Im Moment sind wir aber noch in einem System, speziell im Gesundheitssystem, wo die Leute zu 90% ihre proprietäre Software haben wollen. Wenn sie einmal einen Arzt oder ein Krankenhaus haben, das ihre Software gekauft hat, dann haben sie die ja für die nächsten 20 Jahre auf sicher. Egal welche Offerte sie denen vorlegen, die haben sie auf sicher. Und die Ärzte denken ihren schönen Diagnosepapern, dass sie, ja, das passt alles an, für mich stimmt das jetzt, es ist abgelehnt, ich habe den Patienten sauber diagnostiziert, ich bin stolz auf meine Arbeit, die ich sachgerecht ausgeführt habe. Dass für einen anderen Arzt, für eine andere Situation die Daten ganz anders verknüpft werden müssen und diese PDF-Darstellung, die für ihn optimal ist, überhaupt nicht brauchbar ist, das ist hier nicht drin, es wird in PDFs gedacht und nicht in Datenräume. Und darum müssen wir hier einen Denkwechsel erzwingen, sonst wird das nicht zum Fliegen kommen. Vertrauen. Gesundheitsdaten sind besonders schützenswerte Daten, sie sind ethisch extrem heikel. Nicht alle haben das gleiche Selbstverständlichkeit, wie sie mit ihrer Gesundheit öffentlich umgehen oder nicht. Das geht wirklich zu den intimsten Daten. Das Missbrauchpotenzial ist enorm. Und wenn wir kein System hinbekommen, in das die Bevölkerung im Großen Vertrauen hat, dann wird das nie sauber zum Fliegen kommen. Speziell nicht in der Schweiz, wir haben ja sehr gerne ein bisschen eine mürrische Abwehrhaltung, da sind andere Länder, haben da einen etwas pragmatischen Zugang oder vielleicht auch schon einen mehr aufgegebenen Charakter, ich habe ja eh keine Chance. Für die Schweiz, wir kämpfen für das und das gefällt mir an der Schweiz, darum wird das bei uns ein bisschen schwieriger.
Und darum ist für mich der entscheidende Grundsatz, der, der die Daten verwaltet und der dieses Allmendverständnis hat, wie man Daten denkt, wie sie fließen dürfen, darf nicht der gleiche sein, der die Daten nutzt. Also wer alt, der sie nutzt, hat er einen Interessenskonflikt. In der Politik gibt es den Begriff der Anschein der Befangenheit. Also wenn ich als Politiker irgendwo involviert bin und nur schon der Anschein der Befangenheit besteht, ist es für mich besser, dass ich sage, in dem Prozess muss ich mich rausnehmen. Und ich habe mit Leuten von der Pharma gesprochen, die sind willens, da etwas zu machen. Ich habe gesagt, ihr könnt die Daten nicht speichern. Sobald dort unten steht, sponsored by Pharma XYZ, funktioniert das nicht mehr. Ist dieses Vertrauen, diese Vertrauensbildung so nicht mehr möglich. Und darum rede ich, also ich habe diesen Begriff nicht erfunden, von einem Datenintermediär. Es geht darum, dass die Verwaltung und die Nutzung getrennt sind und dass die Daten verwalten, die Qualität überprüfen, die Datenflüsse erlauben, zulassen oder auch verweigern, dass sie unabhängig finanziert sind, dass sie nicht irgendwelchen kommerziellen Drücken ausgesetzt sind. Es braucht eine klare Regeln für diesen Datenfluss von einem unabhängigen Gremium. Und was auch noch wichtig ist, klar, als ITler, es wäre einfach, würden alle Daten zentral speichern. Offen gestanden, das ist nicht notwendig. Selbst wenn Sie auf den Notfall landen, wenn es nun einmal 5 oder 15 Sekunden braucht, bis die Daten aus 3 Quellen zusammengefasst worden sind, das funktioniert. Eine Skyguide, die den Luftraum der Schweiz überwacht, 5 Sekunden, bis alle Daten zusammen sind, das wäre tödlich. Also eine Skyguide muss zentralisierte Datensets haben, die in möglichst Echtzeit da sind. Hier können wir uns erlauben, dass diese Daten verteilt sind. Wichtig ist, dass alle das gleiche Verständnis der Daten haben, die gleichen Formate, die austauschbar sind, die gleichen Abfragebefehle, die gleichen Prüfaufträge, wer darf die Daten zugreifen, wer nicht. Und dass natürlich das auch gelockt wird, aufgeschrieben, wann wurden welche Daten abgegriffen. Jetzt, wer macht was in einem solchen Szenario? Wir als Bürgerinnen und Bürger, wir sind die Besitzer der Daten. Und wir sollten sie auch nutzen. Also wir sollten durchaus mehr lernen können über unsere Gesundheit und bitte gerne auch, solange Sie noch gesund sind. Wenn Sie erst anfangen, über Ihre Gesundheit Gedanken zu machen, wenn Sie krank sind, dann haben Sie einen extrem großen Rückstand. Dummerweise versucht man das immer zu verdrängen. Solange ich gesund bin, ist ja, was soll's, ist ja alles bestens. Wir brauchen einen Intermediär, der die Qualität der Daten gewährleistet und die Zugriffe kontrolliert, steuert, erlaubt etc. Wir brauchen einen Staat, der die Regeln, die grundsätzlichen Regeln festsetzt und natürlich auch entsprechend die Finanzierung dieses Datenintermediärs macht. Die Leistungserbringer, das wären die Erzeuger der Daten. Also die wenigsten Gesundheitsdaten mache ich selber, vielleicht ja mal Fitness, aber die meisten werden von Profis kommen. Und sie sind natürlich auch Nutzer, weil sie wollen ja meine Behandlung optimieren. Universitäten, Forschung, Weiterentwicklung ist für mich ein extrem wichtiger Player in dieser ganzen Sache. Dort liegt das große Potenzial für mich. Industrie, die mussten sich ein bisschen im Hintergrund halten, weil sonst kommt wieder sofort das Thema der Vertrauenskrise. Aber wir haben es vorher gehört, also die Eingabe von Daten ist extrem mühsam. Ich kann Ihnen sagen, ein Notfallarzt braucht ein anderes Terminal, eine andere Eingabemethode, wenn es überhaupt ein Terminal ist, als ein Augenarzt oder ein Psychologe. Und dort sehe ich vor allem das Potenzial der Industrie, dass sie genau diese Schnittstellen, dass sie Daten aus unserer Welt, Messungen, Reden, Schreiben, sauber in die EPD fließt. Das ist ihr Auftrag meiner Meinung nach. Und die Krankenkassen, das wären für mich die Leute, die vor allem beim Monitoring dabei wären noch die Finanzflüsse zu betrachten. Wichtig ist jetzt nun für mich auch, dass wir Menschen im Zentrum des Systems stehen. Es muss um uns herum gebaut werden. Es muss auch für uns nützlich und nutzbar sein. Und das habt ihr vorher gehört. Es ist weder nutzbar, es ist viel zu kompliziert, nur schon mal eins zu bekommen. Dann die Daten sauber freizugeben, ist ein absoluter Horror. Und den Nutzen sieht auch niemand. Also von mir aus auch kann auch ein bisschen Gamification reinkommen oder irgendwo etwas, wo die Leute merken, aha, cool, es geht in diese Richtung etc., würde mich nicht stören. Wichtig ist für mich, es müssen nicht alle Menschen
zu 100% oder überhaupt im System oder zu 100% im System drin sein. Wir können schon sehr viel lernen, wenn die Leute so viel im System drin sind, wie sie wünschen. Wir müssen keinen Zwang machen, dass jeder exakt die Daten auf die gleiche Art und Weise teilt. Das ist nicht zwingend, das können wir managen. Es hat wirklich Platz für individuelle Einstellungen für uns als Benutzer. Auf der Seite der Leistungserbringer ist für mich klar, die müssen dabei sein, vollständig, und diese Standards und all das auch sauber einhalten. Jetzt ist noch ein Problem. Wie halten wir dieses System handhabbar? Ihr habt das vorher gehört. Man muss im Voraus bestimmen, welcher Arzt meine Daten benutzen kann. Wenn ich gar nicht mal im Voraus weiß, welcher Arzt oder welche Pflegefachkraft meine Daten mich überhaupt behandeln wird. Aber ich muss das im Voraus festlegen. Und wenn wir das nicht intelligent lösen, werden wir etwas in Ähnliches hineinfallen wie die AGB-Hülle. Ihr wisst alles, was allgemeine Geschäftsbedingungen sind. Und ich glaube, die wenigsten von euch haben die jemals durchgelesen. Und wenn wir dir all die Einstellungsmöglichkeiten, die das heutige EPD hat, einfach so den Leuten hinwerfen, wird das die allermeisten Leute vollständig überfordern. Da haben sie keinen Bock drauf, das irgendwie zu machen. Das wird kein bewusster Entscheid. Und meine Idee wäre, dass es ein Set von Standardprofilen gibt. Keine Ahnung, 12 Stück, vielleicht 9, vielleicht 18, von Paranoid. Einer, der sagt, hey, ich will möglichst wenig Daten teilen, ich möchte, dass sie so schnell gelöscht werden, wie gesetzlich erlaubt. Zu einem, der sagt, hey, wenn meine Fitnessdaten helfen, irgendeine Handcreme noch zu verbessern, I couldn't care less. Ich glaube, die meisten Leute werden irgendwo in der Mitte sein. Ich wäre zum Beispiel freizügig, dass meine Daten für universitäre Forschung genutzt werden als für kommerzielle Forschung. Das im Zusammenhang mit Krebsforschung wäre ich auch sehr großzügig und ich wäre auch bereit, irgendwie dreimal im Jahr eine Umfrage mitzumachen oder irgendeine Erhebung etc. Andere würden das ein bisschen restriktiver sehen, andere würden es offener sehen. Aber einfach, dass es solche Standardprofile gibt, wo sich die Leute wiederfinden. Und wenn es dann darum geht, ob Daten fließen können, also ob eine Pflegekraft diese Daten benutzen darf oder nicht, ob der Psychiater von meinem Beinbruch erfährt oder nicht, das wäre dann in diesen Profilen hinterlegt. Und die Leute könnten das in Prosa lesen, was das etwa bedeutet, und sich dort wiederfinden. Und das wäre ihr Startpunkt. Von mir aus können sie dann noch Detailanpassungen machen. Aber glauben Sie mir eins, 99,9% der Leute werden froh sein, dass sie das dürften, und sie werden es nie nutzen. Sie werden einmal so ein Profil nehmen, vielleicht mal wechseln, aber im Grundgesetz finden Sie, hey, da sehe ich mich wieder, das klingt einfach, das klingt pragmatisch, das nehme ich, da bleibe ich. Und ich glaube, so können wir auch Vertrauen bilden, dass die Leute nicht alle gleich behandelt werden müssen, was in der Schweiz extrem wichtig ist. Und auch die Weiterentwicklung wird natürlich innerhalb dieser Profile geschehen. Ja, das ist so meine Idee von einem datenbasierten Gesundheitssystem, vernetzt, vertrauenswürdig und aber auch, was hat er denn, vernetzt, vertrauenswürdig und, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, ich muss mal zum Gedächtnistraining gehen. Hast du mir einen EPD-Eintrag für Gedächtnistraining? Ja, genau. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Jetzt stehen wir zur Verfügung für Fragen, Anregungen, Ideen von eurer Seite. Also herzlichen Dank auch nochmal an euch. Also es war ein sehr spannender Einblick einmal in diese Herausforderung, aber auch die Vision und aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ich nehme an, es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Ich beginne mal mit einer Frage aus einer Patientensicht. Ich kenne das mittlerweile, dass man je nachdem, wenn man zum Beispiel im Spital war, man bekommt dann tatsächlich schon so diese AGB-Hölle. Man muss dann unter Umständen irgendwelche Dokumente unterschreiben, dass man die Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellt. Und es gibt auch diese Gesundheitsportale. Und ich habe mir kurz vor dem Vortrag auch noch mal die Mühe gemacht und mir mal da die Datenschutzbedingungen durchgelesen. Ich war sehr erstaunt. Also die Stammdaten, also zum Beispiel Name, Geschlecht und so weiter, Adresse, das wird 20 Jahre gespeichert. Arztbriefe werden 20 Jahre gespeichert.
E-Mail-Adresse 10 Jahre, ganz viele andere Dinge, Terminplanung und so weiter, das wird alles 20 Jahre gespeichert. Und ich habe auch festgestellt, ich nutze das EPD nicht, aber ich habe so viele Sachen schon, wo ich praktisch eine Zustimmung geben muss, wo es auch kein Opt-out gibt. Also ich muss, wenn ich dort in Behandlung bin, dem zustimmen. Und ich frage mich, inwiefern ist denn das EPD da auch vielleicht eine Lösung oder welche Probleme gibt es da? Ich glaube, das ist mal primär auch unabhängig vom EPD. Also diese Frage von Aufbewahrungsfristen etc. gibt es in vielen anderen Bereichen auch nicht, nur im Gesundheitswesen. Das sind teils gesetzliche Fristen wegen Haftungsrecht und so weiter und so fort. Aber ich glaube, hier könnten eben diese Profile einen Ausweg bieten, dass die Leute nicht nur das Gefühl haben, ja, ich kann entweder unterschreiben oder krank nach Hause gehen und niemand hilft mir. Dass man das hier einstellen kann. Gewisse Dinge, die sind gesetzlich vorgeschrieben, ist auch sinnvoll so. Also wenn etwas gespeichert wird, heißt ja nicht, dass andere Zugriff haben. Häufig geht es auch um die Archivierung oder im Nachhinein noch etwas darauf zugreifen zu können. Aber ich glaube, mit diesen Profilen könnte man hier einiges davon abgreifen, dass die Leute wirklich sagen, hey, in dieser Art und Weise ist die Datenverwendung sinnvoll. Und dann entscheidet nicht bei jeder Station eins, weil das überfordert die Leute, sondern ja, vielleicht alle 5 Jahre überlegt er sich, ist er noch im richtigen Profil. Jetzt. Hallo, ich bin Ärztin und Neurowissenschaftlerin, von daher war es so ein bisschen sehr schwingungsfähig für meine bisherige Erfahrung. Ich habe so ein bisschen eine Frage, die mir da aufkommt, wenn es sozusagen weg von diesem PDF-basierten, berichtbasierten System zu so einem EPD hingeht, dann würde ich mich wirklich fragen, wo dieser rechtliche Aspekt bleibt. Beispielsweise in meiner ärztlichen Tätigkeit würde ich sagen, 3/4 meines Tages habe ich mit Dokumentation verbracht, von meiner Arbeitszeit. Und ungefähr die Hälfte von meinen Arztberichten waren ebenfalls Dokumentation, um mich rechtlich abzusichern. Einfach um Sachen erwähnt zu haben, kommentiert zu haben, die im Verlauf von so einer Krankengeschichte einfach passieren. Und wie würde so ein EPD in dem Kontext von Ihnen gesehen werden? Also ich glaube, es würde mal sicher helfen, wenn die Daten vernetzt sind, dass man sicher nicht irgendwelche Wiederholungen machen muss. Also wenn irgendwo etwas von einem Voruntersuch noch da ist, auch von einer anderen Person, dass das viel schneller übernommen werden kann. Und ich glaube, es gibt hier auch noch ein großes Potenzial bei der Erfassung. Also es kann nicht sein, dass ihr, also in Zukunft, dass mich ein Messgerät hat, den Wert selber von Hand muss abschreiben, noch kommentieren, was er genau bedeutet. So ein System, das Messgerät wäre hinterlegt, welches Messgerät, aus welcher Serie, welches Wert hat es gemessen und das wurde eingetragen. Also ich komme aus den Naturwissenschaften, Atmosphäre und bei gewissen Messgeräten musst du die Seriennummer kennen, um die Daten wirklich perfekt interpretieren zu können, weil diese Geräte einfach so sensibel sind auf zeitliche Veränderungen. Und ich glaube hier, und das ist auch im Pflegebereich, diese Eingabemethoden, also eigentlich sollte gar niemand mehr merken, hey, dass das sauber ins EPD fließt und das sollte der Standard sein. Und da sehe ich die Industrie in der Pflicht, diese Software zu schreiben, diese Hardware zu machen. Und dann sollte die Arbeitszeit, die mit der Dokumentation zu tun hat, zurückgehen. Ich meine damit aber auch vor allen Dingen solche Sachen wie, ich dokumentiere einen zu niedrigen Blutdruck und das muss kommentiert werden. Warum ich das toleriere oder eben nicht? Ich glaube nicht, dass jemand da auf dein Fachwissen verzichten möchte. Also irgendeine Art von Kommentieren wird wahrscheinlich da drin bleiben. Die Frage ist, gibt es so Standardkommentare, die immer wieder kommen, die dann vorgeschlagen werden, weil die Daten intelligent vom Computer interpretiert werden können und er schlägt die Frage, sieht für mich als Computer nach dem und dem Fall aus, ist das für dich okay oder wo willst du noch Ergänzungen und Abweichungen machen? Ich glaube, in dem Bereich wäre auch einiges möglich. Aber ich muss jetzt ehrlich zu sagen, ich bin nicht Arzt, also ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht. Also ist es für mich auch gerade schwierig, die Optimierung zu sehen. Ich weiß nicht, ob du etwas sagen kannst. Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass die Daten, die da erfasst werden, dass die auch valide sind und sich die Ärzteschaft, sage ich jetzt mal, darauf verlassen kann, dass das, was im EPD drinsteht, dass das auch seine Gültigkeit hat. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch was das Haftungsrechtliche betrifft, oder dass da nichts gesperrt ist oder so, sondern dass man eine chronologische Nachvollziehbarkeit hat von der Behandlungsweise. So wie man das in der Gesundheitseinrichtung aus den Pflegedokumentationen beispielsweise kennt, wo das auch chronologisch geordnet ist, dass man eigentlich ein Abbild davon im EPD hat und
sich verschiedene Behandler auf diese Daten stützen können. Ich denke, das ist zielführend. Also was mir jetzt noch auch eine Möglichkeit ist, dass wenn die Daten wirklich als Daten vorhanden sind, da könnte man auch mal eine Untersuchung machen, welche Einträge haben sich überhaupt gelohnt. Also wenn man irgendwie merkt, hey, das wird bei jedem erhoben, weil man es schon immer so gemacht hat, aber es eigentlich gar keine erfolgswirksame Auswirkung hat, dann kann man vielleicht dann mal sagen, hey, auf das darfst du in Zukunft verzichten. Wird aber ein langer Weg, ist mir bewusst. Ich habe zwei Fragen. Die eine hypothetisch, irgendwo hast du erwähnt, diese Daten könnten theoretisch auch für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Und was ich mich da gefragt habe, ist, wenn man das, also wenn ich richtig verstanden habe, kann man ja freiwillig entscheiden, ob das dann genutzt werden soll oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ob man dann auch eine Beteiligung bekommen würde, wenn man es erlaubt, für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Dann habe ich noch eine andere Frage aus. Was mir mal in Deutschland passiert ist, ist, dass ich wegen einer Allergie in der Intensivstation in einem deutschen Spital gelandet bin und das Spital dann versucht hat, Daten von mir in die Schweiz zu übermitteln, daran gescheitert ist und dann mir die Daten per Post zugeschickt hat, weil es nicht wusste, wie es das Schweizer Spital erreicht, obwohl das Schweizer, also mein Schweizer Hausarzt erreicht, obwohl mein Schweizer Hausarzt wohnt 2 Blocke neben mir, also seine Praxis. Und ich frage mich, ob dieses Szenario so internationaler Datentransfer bei medizinischem Personal auch vereinfacht werden würde? Also mal ganz zum Anfang. Also vieles, was eine EPD braucht, gibt es in anderen Ländern schon. Also wir müssen nicht nur, weil wir Schweizer sind, alles neu erfinden. Es wird eine gewisse Feinanpassung geben. Ja, aber ich sage jetzt mal, wie Daten strukturiert sind, wie sie gelabelt werden sollen, damit man sie wieder erkennt, dass das, was sie sind, da müssen wir nicht alles neu erfinden. Also das sollte schon mal wegfallen und entsprechend sollte auch ein internationaler Austausch relativ einfach möglich sein. Die größte Schwierigkeit sehe ich dann dort eben, wenn es andere Benamsen gibt, bezüglich, wer ist Arzt, wer ist Ärztin, Pflegekraft, dass da die Lese- und Schreibberechtigung, das wird der größte Schwierigkeit sein, nehme ich an. Die Daten als solche, also ein Deutscher hat einen gleichen Blutdruck wie ein Schweizer und ein gebrochener Knöchel wird einem Italiener gleich schmerzvoll vorkommen wie mir als Schweizer, also da habe ich wenig Angst. Das andere, was du zuerst noch erwähnt hast, eben die einen werden die Daten auch für sehr kommerzielle Zwecke zur Verfügung stellen, ob die dann daran beteiligt werden sollen, könnte ich mir einen kleinen Rahmen vorstellen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es in einem, sagen wir jetzt mal, ethisch weniger heiklen Bereich ist. Also wenn es zum Beispiel um Ernährung und Sport geht, könnte ich mir vorstellen, dass das eher ginge. Wenn es um Fragen geht wie Krebsforschung etc. oder genetische Defekte, Schäden, würde ich das persönlich jetzt etwas heikler sehen. Aber das wäre dann die Frage der politischen und öffentlichen Diskussion. Okay, meine Frage geht im Bereich vom Profiling, dass man ja zum Beispiel das ganz datensparsamste Profil auswählen kann, mit gewissen Nachteilen. Und ich frage mich hier, wie lange geht es, bis es dann plötzlich, wenn man datensparsam unterwegs sein will im Gesundheitswesen, massive Nachteile erleiden muss, zum Beispiel, dass das heißt, ja, wenn du die Daten nicht teilst, dann machen wir diese medizinische Behandlung nicht oder eine Versicherung sagt, ja, wenn du diese Daten nicht teilst, dann kommst du bei uns nicht in die Versicherung rein oder wir bezahlen das nicht und solche Dinge. Es geht auch daher, beispielsweise hatte die WHO bei diesen Abrechnungscodes und so weiter, hat sie kürzlich neue Kategorien eingeführt. Ist man geimpft gegen Covid-19? Und in den USA ist es bereits so, wenn man bei Medicare ist oder beziehungsweise staatliche Abhängigkeit hat, dann muss man diese Information bekannt geben und sonst wird man nicht behandelt. Wie sind die Mechanismen angedacht, dass so etwas nicht passiert bei so etwas? Oder wurde da überhaupt darüber nachgedacht? Also jetzt aufpassen. Also vor allem, also das mit dem Datenintermediär, das ist definitiv nicht meine Erfindung. Das hier ist so für mich eine Idee, wie wir die Vertrauensbildung hinbekommen und dass die Leute auch ein bisschen eine Kontrolle über das EPD haben, je nachdem, was sie wollen. Das ist nicht irgendwie ein Konzept, das es schon in Vorstößen gibt etc. Und das ist wirklich ein Ansatz für mich, okay, wie wir das überwinden können. Wie siehst du das dann? Wie sehe ich das? Also für mich ist klar, also wir haben zum Beispiel auch in der Schweiz die Versicherungspflicht, also eine Versicherung kann ich in der Grundversicherung nicht ablehnen. Das heißt, diese Standards leben wir in gewissen Bereichen der Schweiz schon und das werden wir auch politisch diskutieren müssen.
Was ich mir jetzt vorstellen kann, und das ist ein Bereich, der mir aus anderen Gründen im Gesundheitswesen Kopf macht, es gibt diese hochgradig individualisierte Medizin, also unter Umständen ein Medikament genau auf deinen Gate-Code etc. gemünzt werden. Ihr habt das sicher schon gehört, Medikamente, die 10.000, 50.000 pro Monat kosten. Da würde ich dann sagen, hey, da kann man die Solidarität abfordern. Wenn du ein solchen Programm dabei sein darfst, dann musst du deine Daten für die Forschung in diesem Programm aber auch zur Verfügung stellen. Dass man Grundbedürfnisse so triggert, das würde ich sagen, das sollte nicht sein. Aber das wird eine politische Diskussion, da gibt es keine wissenschaftliche Ort, wo man erklärt, da ist die Grenze. Und das ist eine Frage, die wir als Öffentlichkeit diskutieren müssen. Das ist jetzt vor allem die Grundversicherung angeschaut. Bei der Zusatzversicherung stellt sich diese Frage auch, oder vor allem noch extrem. Ja, dort muss ich ehrlich sagen, auch jetzt schon, also wenn die Versicherer in der Zusatzversicherung Ideen haben, dann muss ich ehrlich sagen, ja, das ist wirklich für mich mehr am Markt orientiert, das ist ihr Angebot, Nachfrage, wenn eine andere für sich ein besseres Angebot hat, ja. Aber ich sage jetzt mal das Grund, also nun mehr als das Grund überlegen, also unsere Grundversicherung deckt ja wesentlich mehr ab, als dass du noch irgendwie knapp am Leben erhalten wirst. Das ist ja ein relativ hoher Standard, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Und dort ist ja die Versicherungspflicht drin. Also diese Trennung gibt es jetzt schon und ich finde, die ist jetzt schon an einem Ort, wo ich muss sagen, kann ich es nachvollziehen. Im Moment haben die Krankenversicherer sogar das Problem, dass sie Zusatzversicherung fast nicht mehr loswerden, weil alle finden, ja, die Grundversicherung, das reicht mich, ich brauche gar nicht mehr. Also, dass ich jetzt einen Chefarzt sehe, anstatt den Assistenz hat, interessiert mich nicht. Die meisten Spitäler haben eh nur noch ein Zimmer, wenn sie neu bauen, das war mir noch früher ein großer Vorteil. Und ob ich jetzt aus drei Menüs auswählen kann oder ein Menü vorgesetzt bekommen, das interessiert mich jetzt auch nicht, wenn ich im Spital bin. Also, im Moment haben die Krankenkassen Mühe, ihre Zusatzversicherung loszuwerden. Also, von dem her finde ich, das ist handhabbar. So, es hat noch eine Frage und wir sind zwar schon gerade knapp bei der Zeit, aber ich glaube, für eine Frage haben wir, die nehmen wir uns noch die Zeit. Ja, also ich verstehe grundsätzlich, dass der Patient oder der Besitzer Macht haben soll über seine Daten. Ich finde das aber auch schwierig, ich arbeite selber auf der Anästhesie. Und ja, gerade so psychiatrische Diagnosen sind sehr relevant für unsere potenten Medikamente. Und das ist aber fest auch schambehaftet. Heißt, die Patienten wollen das nicht preisgeben. Und jetzt ist es so, ich fordere einen Bericht vom Hausarzt an, der ist vollständig, da kann der Patient nicht zensieren. Ich weiß, ob er schizophren ist, ob er eine Depression hat oder sonst irgendeine psychiatrische Erkrankung. Beim EPD habe ich da Bedenken, ob ich dann das wirklich weiß. Und ich habe Medikamente, die einen akuten Schub auslösen können, wenn ich nicht weiß, dass der eine entsprechende Krankheit hat. Ja. Ja, das ist so der einzige Punkt, wo ich so etwas unsicher bin. Guter Hinweis, ich werde den auf meine Gedankenreise, wie gesagt, das ist kein fixfertiges Produkt, das ich hier anbiete, mitnehmen. Man wird sicher auch, wenn man das so etwas implementiert, schauen, was hat man jetzt schon, wo es automatisch fließt. Also wie gesagt, Kontrolle, es gibt ja immer noch das Gesetz, das hinten durch, also ein Patient kann nicht sagen, meine Krankenkasse darf nicht wissen, wie ich behandelt wurde. Die muss das wissen können, weil sie die Finanzierung stellt. Also an gewissen Orten gibt es klare und gute Gründe, warum Daten fließen müssen. Und da kann sich dann auch der Paranoide in meinem Profil auch nicht davor verwahren. Es gibt zum Beispiel eine andere Sache. Ich glaube, bei Krebsforschung ist es jetzt ein Opt-out, glaube ich. Also wenn ich irgendwo Krebs habe, dann müsst ihr bewusst sagen, hey, nein, ich möchte nicht, dass meine Daten für die Krebsforschung genutzt wird. Das Problem ist bei der Krebsforschung, Datenerhebung und dann, wann der Krebs kommt, da ist ein riesiger Zeitraum dazwischen. Bei anderen Krankheiten, da ist es auch gut, da ist das viel näher zusammen. Also die Datenerhebung, die Auswirkungen, bei Krebs ist da eine riesen Verzögerung dazwischen. Und darum hat man da heute schon das umgekehrte System, zum möglichst viele Leute dazu bringen, ihre Daten der Krebsforschung zur Verfügung zu stellen. Ich habe da gesehen, es hat zwei genickt, das System. Und jetzt muss ich aufhören. Nein, es hat noch eine Frage und die lassen wir noch zu und dann müssen wir das Panel heute aber auch beenden. Also vielen Dank, war eine sehr interessante Darstellung. Ich hätte eine Frage zum Quo Vadis an Anand. Siehst du eine Möglichkeit, das EPD in der jetzigen Form noch zu retten? Oder was wäre dein Vorschlag aus der Praxis mit einem Neuanfang? Ganz konkret. Genau, es ist relativ schwierig jetzt
ich sage jetzt, das EPD zu retten, weil sehr vieles ist in den Gesetzen festgeschrieben, so wie wir jetzt Stand jetzt haben, weil einfach die ganzen Zertifizierungsvoraussetzungen, das ist sehr, sehr strikt aufgebaut. Aber ich sehe eine Chance eben da mit der Videoidentifikation, dass man nicht mehr zur Poststelle muss, dass man das doch mehr oder weniger kompliziert von zu Hause aus machen kann. Ich sehe das einen Ansatz, aber ich denke, da ist auch ein enger Austausch mit den Zertifizierungsstellen und den involvierten Behörden halt notwendig, dass man da gewisse Lockerungen allenfalls vollziehen kann, weil alle Player, die da mitwirken, das muss man sehen am EPD, die sind sowieso schon im Umgang mit besonders schützenswerten Personendaten eben im Gesundheitswesen dran und beschäftigt und befassen sich tagtäglich damit. Und ich sehe da eine Chance, dass man da gewisse Lockerungen zugunsten der Nutzerinnen und Nutzern einführen kann. Also im Moment läuft eine Vernehmlassung, weil auch das BAG kapiert, dass das EPD nicht zukunftstauglich ist. Ich bin im engen Austausch, ich werde versuchen, da möglichst viel hinzubekommen. Bezüglich Identifikation ist natürlich auch die EID, die ja bei der digitalen Gesellschaft auch ein großes Thema ist, wäre natürlich auch ein Weg, der sehr viele Prozesse vereinfachen würde. Auf eine sinnvolle Art wohlgemerkt, nicht nur vereinfachen. Also mit diesem ja positiven oder zumindest ein bisschen positiven Ausblick müssen wir das Panel hier jetzt leider schon beenden. Es war sehr spannend und ich danke euch nochmal ganz herzlich. Also vielleicht doch nochmal ein paar Applaus für die beiden Redner.